Augen. Warum ist es so wichtig, dass wir gut sehen? Natürlich, wenn wir gut sehen, dann sehen und erkennen wir unseren Weg, unseren wahren Weg. Wahrnehmen heißt Wahrheit sehen, Wahrheit leben, in Wahrheit sein. Wahrnehmung hat immer mit unserer inneren, mit unserer ursprünglichen Schwingung zu tun. Und unsere Wahrnehmung wird schwächer in dem Moment, wenn wir aufhören, uns wahrzunehmen, uns zu spüren, wenn wir uns verschließen von der Welt, von uns selbst. Es gibt viele Ursachen, warum die Augen schwächer werden. Es gibt Ursachen auf physischer Ebene, auf geistigen Ebene und auf seelischer Ebene. Und alle diese Ebenen sollen wir auch ansprechen. Physische Ebene, das ist als erstes Verschlackung des Körpers. Also wenn wir jetzt nicht beginnen, unsere Körper auch zu entsäuern, zu entschlacken, dann können wir lange Gymnastik machen für die Augen. Und wenn die Leber belastet ist, wenn die Niere belastet sind, wenn das ganze Gefäße belastet sich und das Blut nicht richtig fließt, dann hilft das uns das auch nicht optimal. Unsere Augen sind genauso gut wie unsere Leber und deswegen sollen wir uns immer fragen, was esse ich am Tag? Wie belaste ich eventuell meinen Körper durch das Essen oder Trinkverhalten, welche ich so im Alltag lege? Und das ist natürlich deine Verantwortung, das anzuschauen und zu verändern. Dann die Ursache, dass man die Brille von dem Optiker bekommt und diese Brille setzt man dann auf und hat man ganze Zeit an. Noch schlimmer sind natürlich die Linsen für die Augen. In dem Moment, wo wir Brille aufsetzen, hören unsere Augenmuskel auf, sich optimal zu bewegen. Es ist genauso, wenn wir jetzt Krücken nehmen und beginnen nur mit Krücken zu laufen und benutzen unsere Muskulatur der Beine nicht. Irgendwann mal merken wir, dass ganze Muskulatur wird schlaff und wir können nicht gescheit gehen. So geschieht es auch mit unseren Augen, weil wir auch unsere Muskeln dann in den Augen nicht benutzen, wenn die Brille einfach immer da sind. Wichtig ist das für die Menschen, die solche Schwäche haben. Ich spreche jetzt nicht von irgendwelche krasse Diagnosen. Da bitte einfach mit eurem Arzt natürlich darüber reden, wie so Makuladegeneration oder sonstige Krankheiten, die vorgeschritten sind. Da ist oft so, dass die Brille natürlich auch irgendwelche helfen können. Ich spreche einfach für Menschen, die jetzt kurzsichtig sind, weitsichtig sind, Altersweitsichtigkeit. Hier können wir sehr, sehr viel damit arbeiten. Einfach Brille absetzen. Immer Brille absetzen, wenn du es nicht brauchst. Es gibt viele Momente, wo du Brille nicht brauchst. Es ist auch eine Gewohnheit. Ich sage immer, möchtest du gesunde Augen wieder erlangen, kaufe dir hässliche, unbequeme Brille. Solche Brille, die du nicht gerne auf deine Nase behältst, die du dann immer wieder mal runternimmst. In dem Moment, wo du liest, wo du vielleicht so Auto fährst, wenn es sich nicht vermeiden lässt, dann nimmst du Brille einfach. Aber wenn du es nicht brauchst, einfach weg damit. Das nächste, Augengymnastik, wieder Augen bewegen. Die Bewegung für die Augen ist essentiell. Rauszugehen, in die Natur zu gehen, in die Ferne zu sehen, in die Nähe zu sehen. Wir sind so viel in geschlossenen Räumen drin und schauen im Computer, im Smartphone. Und das ist immer nur eine Fläche. Unsere Augen sind einfach dafür nicht gemacht. Wir sind dafür gemacht, damit wir immer unsere Augen bewegen in die Natur. Wenn wir spazieren gehen ohne Brille, arbeiten die Augen optimal. Du siehst die Wolke an, du siehst, da fliegt ein Vogel, da unter dir sind so kleine Ameisen laufen und das ist das immer so, dieses Spiel, ganz weit sehen und wieder nah sehen. Das ist eine optimale Gymnastik für unsere Augen. Und wenn du zu Hause bist oder im Büro bist, ganzen Tag, das ist nicht normal für unsere Augen, dann bitte lerne jede halbe Stunde, mindestens jede halbe Stunde, mindestens eine Minute Pause zu machen. Nehme die Brille weg, schau in die Ferne,
Kreise mit den Augen, schau nach oben, nach unten, zur Seite, mache liegende Acht mit den Augen, damit du einfach deine Augen bewegst. Schließe die Augen, spüre die Augen, schicke in deine Augen Liebe. Und da kannst du schon so viel dafür tun. Also, das ist unsere physische Ebene, dann energetische Ebene. Was möchte ich nicht sehen? Bin ich bereit, mich selbst zu sehen, so wie ich bin? Bin ich bereit, die Welt zu sehen? Bin ich bereit, das sehen, was vor meiner Nase ist? Vielleicht gibt es Konflikte zu Hause, in der Arbeit oder sonst irgendwas. Denkt an eure Kinder, die gehen in der Schule und oft gerade in der Schule beginnen erste Probleme. Vielleicht hat dein Kind einfach Stress auf die Lehrerin. Vielleicht mag er die Lehrerin nicht oder der Lehrer und natürlich, dann schließt das Kind sich und das heißt nicht, dass man jetzt sofort mit der Brille beginnt. Hier muss man anfangen, mit dem Kind zu arbeiten, vielleicht ein paar Sitzungen machen auf die Lehrerin oder das Kind in andere Schule geben, weiß ich nicht. Und auch unbedingt ganz, ganz wichtig mit dem Kind mit Augentraining arbeiten, das Kind öfters nach draußen schicken und nicht vom Computer. Auch die bedingungslose Liebe ist ganz wichtig für uns. Beginne dich zu lieben, nehme dich an, schau dich jeden Tag im Spiegel, sage dir jeden Tag, ich liebe mich. Ich liebe mich so, wie ich bin. Sieh mit liebenden Augen dich selbst, nehme dich an. Und seelische Ebene ist das wirklich diese ganzheitliche Annahme und Vertrauen. Ich vertraue meinem Leben. Ich vertraue, dass alles gut ist. Ich erinnere mich daran, dass ich ein Schöpfer bin. Ich erinnere mich daran, dass ich ewig bin. Das alles gemeinsam, wenn wir praktizieren, haben wir wirklich eine sehr, sehr hohe Chance, unsere Augen wiederherzustellen. Ich habe sehr viel in meinem Buch darüber geschrieben. In diesem Buch gibt es auch eine CD mit Meditationen, welche wir auch durchführen können und ein 40-Tage-Programm. Und wir haben in unseren Seminaren sehr, sehr gute Erfolgsquote, also bei Menschen, die wirklich das durchführen und 40-Tage-Programm durchgehen, was auch wichtig, wie ich schon gesagt habe, Ernährung und Vitalstoffe. Vitalstoffe sind ja auch für uns eine sehr, sehr große Hilfe. Wir können ganz bestimmte Vitalstoffe, Vitamine, Mineralien auch dazu setzen, damit der Körper es halt viel, viel schneller regenerieren kann und damit wir auch langfristig auch dieses Ergebnis dann halten können. Ja, also ich wünsche euch optimale Wahrnehmung, optimales Sehen, vollkommene Augen, gesunde Augen bis in hohe Alter und alles Gute. Tschüss.